Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Heute bin ich an einem ganz besonderen Ort, mein Dachbodenatelier. Und es ist ein ganz besonderer Tag. Da sieht man auch vielleicht, was ich normal nicht trage, ein Flanellhemd, ein Arbeitshemd. Das hat immer der Günther getragen, in verschiedene Farben und eine Latzhose. Heute wäre der Günther 68 Jahre alt geworden. Ich bin heute schon auf dem Friedhof gewesen. Ich mache nachher auch noch eine Kerze an. Ich bin hier immer, wenn ich am Malen bin, besonders Landschaftsbilder, die hätte Günther geliebt. Dann denke ich immer hier, wenn ich abends in Ruhe sitze, in Stille ganz alleine, denke ich öfters, hallo, ich spüre irgendwie, ist der Günther in meiner Nähe? Das ist ein komisches Gefühl. Und dann sage ich hier, Günther, ich wäre froh, wenn du hier bist. Deswegen, jeder kennt den Günther mit seinen früheren Hobbys. Er hat geliebt LKWs, Raupen, Bagger, alles. Und natürlich war ein Fanatiker von Elektrogeräten, Videorekorder, Satellitenantennen hat er zuerst alle gehabt, wo wir noch keine Satellitenantennen hatten. Autos hat er besonders geliebt, den Ford P7A und natürlich den Mercedes-8er W114, 115 und auch die Audi, besonders zuletzt die Audi 5-Zylinder Typ 44, die Audi 100. Er hätte natürlich auch einen 200er gerne gehabt, aber er hatte die 100er. Ja. Aber er hätte auch gerne noch ein paar Wünsche sich erfüllt. Einer, der ist entstanden in Italien bei dem Kinofilm Dankeschön für Italien. Er wäre gerne nochmal in Italien hingekommen. Das war ein großer Wunsch von ihm, den er leider nicht mehr erfüllen konnte. Der zweite, ein sogenannter Trailer, also ein großes transportierbares Haus. Das hat er sich gerne erfüllt. Da habe ich heute noch mit dem Uwe und Tommy geredet. Das hätten wir entweder auf den neuen Firmengelände gestellt oder auch bei mir auf dem Grundstück. Aber leider ist es nicht mehr zugekommen. Weil wir in Belgien hat er das kennengelernt. Da waren wir dann unterwegs. Ich und Uwe hatten den Container. Ich und Günther waren in einem drinnen. Und da hat er den Geschmack gefunden. Und abends, wo wir immer mit dem Filmteam dann essen waren, da war eine Besonderheit in Belgien, in der Ortschaft. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch heute war. Wenn dann Reis zu essen gab und keine Kartoffelprodukte, durfte innen geraucht werden. Aber sobald es Kartoffelprodukte gab, egal welche, ob Kartoffelpüree, Pommes und so weiter, dann durfte nicht da drinnen geraucht werden. Ja, und wie gesagt, wir haben viele Dinge mit Günther erlebt. Er hat seine sehr viele gute Seite gehabt und sehr viele, aber er hat auch manchmal seine Ticks gehabt, wie wir auch. Jeder hat gute und schlechte Seiten, aber er hat Familie geliebt. Und eine Besonderheit war gewesen, wir haben ihn immer morgens, überwiegend natürlich der Uwe, morgens geholt und abends von der Arbeit zurückgefahren. Das hatten wir auch. Und er hatte ein Haus, das sehr renovierungsbedürftig war. Und da hat dann besonders der Tommy und der Uwe den Günther geholfen zu renovieren. Und wie gesagt, Günther, normal müsste man sagen Horst Günther, weil er hat einen Doppelname. Der eine war der Vorname vom Vater und der Rufname war eben Günther. Ohne H, sagt er immer. Da ist er immer drauf gespannt, weil er manchmal Briefe bekommen hat. Ich heiße Günther, aber ohne H. Und da haben wir gedacht, ja, da hat er drauf bestanden. Weil manche haben das mit H und er hat pedantisch drauf gegeben, kein H. Aber trotzdem, das sage ich zu euch, ciao, ciao. Und das gedenken wir nochmal unseren lieben Günther.